Geht es jetzt los in Barrisdale Bay und eigentlich ist mein Ziel auch gar nicht weiter zu kommen als bis Kinlochhorn, weil das Campen eigentlich in dem dann folgenden Aufstieg fast nicht mehr möglich ist. Das stimmt nicht ganz. Man hätte gut vor der Stalkers Hut campen können und dann am Folgetag etwas weniger Aufstieg gehabt. Man sieht das sehr anschaulich auf einer Karte in dem kurzen Video von mir, The Fallen Wall at Falconridge. Sehr schöne Szenerie. Und der Weg ist entgegen aller Aussagen eigentlich bis jetzt sehr, sehr gut. Mauer ist, zieht sich dann der Weg weiter. Der Pfad verläuft des Öfteren auf einer Mauer. Wenn man genau hinsieht, kann man das sehen. Diese Mauer ist eine Stabilisierungsmauer für einen ursprünglich breiteren Pfad, der mittlerweile längst überwachsen ist. Was mich immer freut, ist, ich bin seit 2 Tagen überhaupt gar nicht hinten über in den Sumpf gefallen. Wo es dann nicht mehr ganz so einfach ist, wenn man sich durchzwängen muss. Aber
Einschätzung. Chiari heißt der Ort hier, glaube ich. Oder die zwei Häuser, die da links von den Bäumen auf der vorgelagerten Grasfläche stehen. Das Problem ist, dass der Felsen da schon auch ein bisschen glatt ist. So einen Olianderwald durch. Allein wenn es dann nur einen Pint gibt, mache ich schon 3 Kreuze. Und wenn die jetzt bitte noch der restliche Kilometer Teerstraße anfangen. So, zurück in die Zivilisation. Im Café trinke ich einen Kaffee. Außerdem bekomme ich für 5 Pfund die Möglichkeit zu duschen und nutze die. Ja, das hier ist gefilmt vom Campspot aus von Kinlochhorn. Kurz vor 5. Ich habe mich nach einem relativ kurzen Wandertag hier eingebucht. Zum Schluss zeige ich doch noch einmal die Kartenübersicht. Hier sieht man noch einmal sehr schön, wie sich die Etappe am Seeufer entlang zieht. Zum Schluss nochmal 2 Sätze zum Café. Die haben von 12 Uhr bis 16 Uhr deutscher Zeit auf. Nach 16 Uhr machen sie eigentlich nichts mehr. Das scheint wohl einigen Wanderern nicht gefallen zu haben, muss man aber verstehen. Mir ist es gelungen, mich für 18 Uhr oder etwas später für ein Abendessen einzubuchen. 30 Pfund für 3 Gänge fand ich dann ziemlich okay und da man ja auch lange nicht auf einem Stuhl gesessen und an einem Tisch gegessen hat, umso besser.